bounds. Hallo YouTube und willkommen zur ersten Folge von Farmer. Ja, wie ihr seht, es ist ein neues Projekt am Start im neuen Jahr. Zuallererst, wir haben lange nichts mehr voneinander gehört, sorry dafür. Ich hatte sehr, sehr viel um die Ohren, viel Arbeit und deswegen auch leider Gottes war die Zeit da ein bisschen eng. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und freut euch an dem neuen Projekt. Denn das ist die Map, wo ihr entschieden habt und das waren, glaube ich, über 400 Stimmen, die für die Map gestimmt haben. Und wir sind auf der Burghausen 2K19 und ja, zuerst eine kleine Einführung dazu. Und zwar, ich habe mir hier unten jetzt schon mal den Hof gekauft mit ein paar Fahrzeugen, da kommen wir dann gleich noch dazu. Dann die 9 und die 8 als Feld. Und hier vorn dann das Ganze als Wiese. Denn hier in dem Projekt soll es darum gehen, wie ihr seht, wir haben Seasons mit drauf. Das heißt, bei diesem Projekt wird Seasons gespielt. Und das ist aktuell auf 3 Tage gestellt. Und ja, worum soll es in dem Projekt gehen? In dem Projekt soll es darum gehen, zuallererst mit Seasons das Ganze zu genießen. Es wird sehr viel auf Tiere ausgelegt werden, damit wir wirklich alle Facetten der Landwirtschaft genießen können im Simulator hier. Und ihr, meine Lieben, seid sehr gerne immer wieder gefragt in den Kommentaren. Das heißt, Anregungen, Modwünsche, wenn ihr sagt, der Mod wäre doch ganz cool bei dem Projekt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bitte keine Links, weil ich glaube, die werden gecuttet. Und deswegen schreibt es mir gerne rein. Ich gucke mir das dann alles an. Und wenn es passt, dann nehmen wir das gerne mit drauf. Denn in dem Projekt möchte ich da gern, sehr, sehr gern mit euch sehr viel interagieren. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Maschinen, denn ich habe mir erstmal so einen kleinen Fuhrpark zusammengestellt. Und zwar beinhaltet der zum einen diesen schicken Fendt. Dann haben wir den IHC und einen Schlüter habe ich mir gegönnt. Der ist auch schon mit drauf und ist auch schon bei der Arbeit. Denn das ist dann das nächste, wo wir dazu kommen, was hier auch ein sehr großer Bestandteil sein wird. Dann haben wir den Dominator als Drescher. Dann haben wir hier schon zwei HW80. Das wird sich natürlich im Laufe des ganzen Projektes dann alles ein bisschen weiterentwickeln. Und sagen wir mal, verhältnismäßig größer werden von den Maschinen her. Und hier haben wir das Schneidwerk. Wir haben einen Grubber uns schön zugelegt. Dann haben wir hier noch einen kleinen dazu. Hier haben wir einen Tiefenloggerer. Der ist natürlich schon bei der Arbeit. Dann haben wir hier eine Pferdestadt Rapid. Und dann haben wir hier das Novaket. Das ist auch schon am Schlepper, denn da geht es gleich weiter. Und dann sind halt hier von Modding Welt die ganzen Stallungen, Gebäude, Silos und allem drum und dran. Ja, wie ihr da hier schon seht, das ist alles schön auf der Map drauf. Und ja, genau, ja, ist einiges, wie man sieht. Und es ist halt, muss ich dazu sagen, es ist halt die Burghausen. Wie ihr seht, die ist halt noch nicht ganz fertig. Ne? Es ist halt hier hinten noch viel Platz. Mal schauen, vielleicht wird sie weitergemacht, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, wie, was, wo. Hier geht es natürlich auch darum, wir haben natürlich auch etliche Produktionen, das heißt Zuckerwerk, Milchwerk, Mühle. Und dann haben wir hier oben noch die Palettenfabrik, Sägewerk, Speiseöl, Tankstelle. Und das Ganze, das wird natürlich auch ein großer Bestandteil sein, denn ich möchte auch gern mal mit Produktionen euch etwas bieten. Natürlich immer im Rahmen, nicht übertrieben oder sonstiges. Und hier haben wir noch die Flüssigei-Produktion. Guck mal einer an. Oh, genau, wie ihr hier seht, ist schon der Curseplay-Helfer am Start. Und zwar, da springen wir jetzt mal hin zu dem Guten, denn der ist schon fleißig am Werkeln. Und zwar das Ganze schön mit dem tiefen Lockerer. So. Und da kommen wir nämlich auch dazu, es soll hier bei dem Projekt auch mit darum gehen, dass wir Curseplay sehr aktiv mit nutzen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, mit interagieren wollt, das Projekt mitgestalten wollt,
dann schreibt mir immer wieder gerne in die Kommentare. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar mit dem Grasmähen. Denn da müssen wir natürlich auch erstmal loslegen, während unser lieber Kollege das Feld vorbereitet, wo wir dann, wenn die Temperaturen es zulassen, mit der ersten Saat beginnen. Und ja, starten wir mal das Ganze. Machen wir unseren Schlepper mal an. Angekuppelt. Achso, da wollte ich noch dazu sagen, wir haben auch das, beziehungsweise ich habe auch das manuelle Ankuppeln mit drauf. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. So, hier, ihr kennt es natürlich. Vorne Zapfwelle ab, abhängen, wieder anhängen und die Zapfwelle wieder dran. Finde ich einen sehr, sehr schönen Mod. Und ich schaue mal, es gibt ja noch diesen Dirt-Mod, wo das Ganze noch ein bisschen intensiver wird mit dem Dreck und allem drum und dran. Oder ja, überhaupt, um das Ganze in dem Sinne realitätsnaher zu bringen. Und finde ich sehr schön. Muss man natürlich dazu sagen, einige von den Mods machen natürlich ein paar Fehler. Aber hier, dem sage ich mal, ist das nun nicht so von Relevanz. So, dann schalten wir das Ganze mal an. Und fangen mal an zu mähen. Ach, warum habe ich keinen Zugang zu dem Land? Warte mal. Warum habe ich keinen Zugang zu dem Land? Das ist doch mein Land. Ja, ist natürlich wieder Fail des Jahres. Wie wir hier sehen. Ganz, ganz große Klasse. Absolut. Absolut. Denn das Gras ist ja noch nicht in dem Sinne gewachsen. Das ist natürlich, ja. Ist natürlich wieder wunderbar. Das ist ganz große Klasse. Aber okay, sei es drum, das ist nicht so schlimm, denn wir können uns schon den nächsten, sag ich mal, Arbeitsgang zu Gemüte führen. Und zwar, wir machen ja jetzt Tiefenlockern und schauen wir gleich mal an. Denn ich glaube, wir haben auch noch keinen Düngerstreuer. Den können wir uns natürlich auch gleich holen. Und ja, da schaffen wir uns jetzt in der ersten Zeit, beziehungsweise in der ersten Folge erstmal die Geräte an, die wir noch so brauchen. Jetzt dunkeln wir auch noch an die Wand. Das ist ja heute wirklich ein Traum. Das ist ja Wahnsinn. So, das müssen wir erstmal noch ablassen. Genau. Und hängen das Ganze ab. Wunderbar. Und springen natürlich wieder rein. So, dann schauen wir mal. Wir werden erstmal noch was anderes schauen. Genau, gedüngt, wunderbar, alles klasse, das passt. Der zieht da seine Runden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das passt. Wir können natürlich auf dem anderen Feld, müssen wir mal gucken, aber temperaturmäßig schauen wir da einfach mal. So, wir werden uns düngertechnisch mäßig erstmal den kleinen hier dazu kaufen, denn wir wollen ja nach und nach wachsen und nicht gleich übermäßig groß starten. Genau. Und wenn euch das Projekt gefällt, natürlich lasst ein Däumchen da, denn das unterstützt das Ganze und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wie auch bei den ganzen anderen immensen Followern, Abonnenten, die dazugekommen sind. Es ist ja der helle Wahnsinn. Das ist ja wirklich, ja, soll ich dazu sagen, ist einfach geil. Ist einfach geil, deswegen dafür wirklich vielen, 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 vielen Dank. Es ist einfach, ja, ist der Hammer. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist echt der Hammer. Ich bin immer wieder geplättet davon. Und danke, danke, danke. Wirklich, danke. So, fahren wir mal zu unserem Händler. Viele, sag ich mal, scheinen ja von der Map nicht so begeistert zu sein. Und aber ja, wir schauen uns einfach mal an, wie, was, wo und schauen wir einfach mal. Denn ich finde gut, zum einen viele Produktionen mit drauf. Der eine mag es natürlich auch mit den Details ein bisschen mehr, der andere weniger, ist ganz klar. Geschmäcker sind verschieden. Und aber ich finde sie jetzt so an sich nicht verkehrt. Ne? Lass mich da gerne überraschen und freue mich einfach tierisch auf das Projekt. Ja. Und wir schauen mal.
So, dann fahren wir hier nämlich zum Händler rein. Da geht das Tor auch gleich automatisch auf, wenn wir so ein bisschen davor stehen. So, na komm. Jawohl. Wunderbar. So sieht das gut aus. Ja, ich werde versuchen, das Ganze folgenmäßig so zu machen, dass es alle 2 Tage kommt. Jetzt zum Wochenende natürlich erstmal eine Folge, logischerweise. Und wie gesagt, wir schauen mal, wie es euch gefällt. Mich würde es sehr freuen, wenn es euch genauso begeistert wie mich auch. Denn ja, es ist ja immer wieder was Neues und man wird ja auch mit jedem Mal, sage ich mal, immer besser. Und lasst uns doch gemeinsam vorankommen. Das wäre doch einfach geil. So, jetzt haben wir hier unseren Düngerstreuer, den müssen wir natürlich auch noch ein bisschen anheben. Denn wenn er auf dem Boden schleift, ist das gute Stück schon wieder. Punkt, 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 würde ich mal sagen. So, fahren wir mal hier. Ist das, will auf die Bremse gehen. Das natürlich musst du auch immer genau abpassen, damit du nicht gegen das Tor blätterst. Sonst, ja, sonst ist es ein bisschen suboptimal. So, der Verkehr ist natürlich auch an, logischerweise, aber ich muss dazu sagen, LS-Verkehr ist echt hier zum Mäusemelken. Ich habe ja im Vorhinein, habe schon mal die Map ja schon ein bisschen angeschaut. Und ja, wenn du da so mit den Maschinen fährst und die Autofahrer halten einfach nicht an, da kriegst du doch Plack, ne? Aber gut, was will man machen, ne? Man kann sich das aussuchen. So, setzen wir hier schön den Blinker, fahren wir hier wunderbar rum. So sieht das doch schön aus. Blinker aus. Und fahren wir hier schön lang. Es wird natürlich auch so sein, es gibt natürlich, wie wir vor uns schon gesehen haben, ein Sägewerk. Und wenn es ein Sägewerk gibt, wird es dann vielleicht auch mal vorkommen, dass wir Holz machen. Aber alles nach und nach. Wir starten erstmal ganz gemütlich in unsere Landlebenkultur, sagen wir es mal so. Beziehungsweise wir starten ganz gemütlich ins Projekt und lassen da alles nach und nach auf uns zukommen. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Und wenn es euch gefallen hat, das Däumchen nicht vergessen. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie man es besser machen kann oder ob es euch gefällt. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus.